He can make anyone look cool. I think Bono once said it very nice. When I saw my first picture from Anton, I tried to become one day like I looked in the picture. Magic, magic. It helped us to create kind of cult status. Anton Corbijn. We live from a small village where people pointed at you and saying, you know, he's the son of the preacher. Mijn ouders waren gewoon niet veel thuis en hebben zich gisteren ook heel erg alleen gevoeld. Ja, ik denk dat het voor mij zo heeft gewerkt dat die muziek zoveel begon te betekenen in mijn leven, dat ik heel graag onderdeel van die wereld wilde worden. Mijn eerste twee films gaan allebei over loners. Ik beantwoord soms ook wel aan dat beeld, geloof ik. Dat wil ik toch niet helemaal. Die persoon wil ik toch niet helemaal zijn. Hij is helemaal ingenesteld in zijn werk. Het is een soort kokon bijna waar hij in zit. Weet je, omdat ik het gevoel had dat waar ik vandaan kwam om te maken wat ik deed, alles voor mij betekende, heb ik alles ingelegd. En De reis die je maakt, is uiteindelijk een reis aan zoeken naar jezelf. Who's going to do a meeting here with Telecom Louise? Affirmation, acceptance. Through your art, you're able to reach out. En dan get some of that. Heel lang zichzelf pijnigen om tot woorden en ziek te komen. Ik dat me daarmee identificeren. Dus dat is dan toch de combinatie van mijn onzekerheid, ambitie en een bepaalde kijk op dingen. Weet je, dat is the fabric of life. In der Bildanalyse werden wir die fünf markantesten Stilmittel Anton Corbijns kennenlernen. Das ist zum einen die starke Körnung in den Schatten, der monochrome Druck, die starken Kontraste, die Schatten im Gesicht und das Spiel mit der Unschärfe. Seine Techniken und sein Workflow. Er benutzt kein Stativ und ebenso wenig benutzt er auch kein Studiolicht-Setup. Er hat lediglich zwei Assistenten, die er aber auch nicht immer zu Rate zieht und beschränkt sich auf zwei Hasselblatt-Kameras. Außerdem beschränkt er sich auf drei verschiedene Objektive. 60mm, 80mm und 120mm. Er entwickelt seine Fotos im monochromen Listdruck, bei dem Schwarztöne schneller und körniger entwickeln als Weißtöne. Da er zusätzlich noch zu schnell und dementsprechend heiß entwickelt, verstärkt sich diese Körnung zusätzlich. Hier sehen wir eine Gegenüberstellung des normalen Entwickelns auf der linken Seite, zum Listdruck in der Mitte und speziell zum Druck ganz rechts, bei dem die Lampe heller eingestellt wird, das Bild schneller entwickelt, aber auch körniger wird. Versuchen wir nun, diesen Stil in Photoshop zu reproduzieren. Man nehme eine passende Vorlage und konvertiere sie in Graustufen. Dabei sollte man aufpassen, dass die Schatten nicht zu sehr absacken und die hellen Stellen nicht ausbrennen. Außerdem sollte man die Schatten in den Gesichtern betonen. Für mehr Kontrast fügt man noch eine Gradationskurve ein, um dann die Tonwerte anzupassen. Thank you.
Nun bereitet man zwei Ebenen mit Körnung vor und passt den Blendenmodus und die Transparenz an. Eine scharfkantige für die Schattenbereiche und eine weiche, größere für die Highlights. Am Ende setzt man das Ausgangsbild als Maske ein. Hier muss man jedoch noch einmal nacharbeiten und die Tonwerte anpassen, damit nicht alles einfach sinnlos gekörnt ist. Thank you.